Zwischen diesem See in Lettland und diesem See, dem Baikalsee, liegen 6400 Straßenkilometer. Das entspricht der Entfernung Köln-New York oder Köln-Nairobi. Wer in Russland unterwegs ist, muss sich auf gewaltige Dimensionen einstellen. Das Land ist fast 50 Mal größer als Deutschland. Während wir hier noch Bilder vom abendlichen Grillen in Lettland sehen, fährt unsere kleine Gruppe über die Grenze nach Russland. Wir waren alle etwas aufgeregt und keiner hat daran gedacht, zu filmen oder zu fotografieren. Der Grenzübertritt dauerte 4,5 Stunden. Wir mussten viele Formulare ausfüllen, das Auto wurde oberflächlich kontrolliert und dann wurden wir noch zu diversen Schaltern geschickt. Direkt hinter der Grenze schließen wir in dieser schönen Blechhütte für 30 Euro eine Autoversicherung für den asiatischen Teil von Russland ab. Die deutsche Versicherung gilt nämlich nur bis zum Ural. Wir fahren auf Landstraßen nach Osten. Mal sind sie von Schlaglöchern übersät, mal wie neu. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 Stundenkilometer und die wird mit vielen Radarfallen überwacht. Wir schaffen im Tagesmittel gut 50 Kilometer pro Stunde. Da kann man sich ausrechnen, dass wir bei 10 Stunden Fahrt pro Tag 13 Tage bis zum Baikalsee brauchen werden. Quartier machen wir an Stränden, in kleinen Wäldern oder auf Autohöfen, wenn sich nichts anderes findet. Standard für Fernfahrer hier die Sauna. Mal mehr, mal weniger nervend die Mücken und Fliegen. In einer Tankstelle decken wir uns mit russischem Gegengift ein. Entlang der Strecke kann man an Ständen immer wieder interessante Sachen kaufen. Honig, Hoden, Felle mit und ohne Tier dran, diverses Kriegsgerät und viel toten Fisch, der bei der nächsten Rast verspachtelt wird. Apropos Verspachteln. Die Lebensmittelläden sind in Russland gut gefüllt. Nicht nur mit Wodka, auch mit Obst und Gemüse, mit Kaviar, Käse und Kuchen. Wer keine Lust hat zu kochen, findet genug Imbisse und Restaurants. Die Portionen sind rustikal. Das Tankstellennetz ist erfreulich dicht. Hier das Zeichen für Diesel. Ein Liter Diesel kostet 70 Cent. Weiter geht es nach Osten. In einer kleinen Ortschaft machen wir nachmittags Rast. Nicht ahnend, dass sich in wenigen Kilometern der, Gott sei Dank, einzige schwere Zwischenfall unserer Reise ereignen wird. Andreas gerät mit seinem Defender aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Bei dem Aufprall bricht er sich die Hüfte. Nach 20 Minuten sind Krankenwagen und Feuerwehr da. Für ihn ist die Reise leider zu Ende. Klaus organisiert den Rücktransport nach Deutschland. Als alles geklärt ist, setzt die Gruppe die Fahrt fort. Unsere Route geht nun entlang der legendären Transsibirischen Eisenbahn. Immer wieder müssen wir Züge vorbeilassen. Die Transsib, wie sie kurz genannt wird, ist mit 9300 Kilometern die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Über 400 Bahnhöfe werden zwischen Moskau und Wladiwostok passiert. 6 Tage dauert die Fahrt. Auf einer Raststätte treffen wir feiernde Krankenschwestern. Um gut drauf zu sein, bedarf es wenig. Ein Akkordeonspieler und ein paar Flaschen Krimsekt. Munko, unser mongolischer Übersetzer, steht kurz davor, adoptiert zu werden. Und dann, am Tag 14 unserer Russland-Durchquerung, öffnet sich hinter Irkutsk die Landschaft. Die Wälder sind weg, stattdessen Steppe und weite Sicht. Nach 6400 Kilometern kommt endlich der Baikalsee in Sicht. Wir setzen über auf die Insel Olchon.
ersten staubigen Pisten. Wir suchen uns eine einsame Bucht zum Campen. Fast ungläubig stehen wir am Ufer. Die erste Etappe ist geschafft. Wir lassen es die nächsten Tage ruhig angehen. Jeder macht so seine Wäsche. Die Murika ist ausgepackt. Heute gibt es Reibekuchen à la Renate. Während Klaus die Oberaufsicht führt, sind die anderen Aufgaben wieder klassisch verteilt. Der Baikalsee ist ein See der Extreme. Er ist mit 25 Millionen Jahren der älteste Süßwassersee der Welt und der tiefste. 1642 Meter geht es hinab. Würde man eine Uferstraße bauen, wäre sie über 2100 Kilometer lang. Ein Fünftel der flüssigen Süßwasserreserven der Welt haben sich hier angesammelt. Der Fischereihafen von Olchern hat schon bessere Zeiten gesehen. Wir haben ein Boot geschartert und suchen die Baikal-Robben. Das ist weltweit die einzige Robbenart, die ausschließlich im Süßwasser lebt. Auf 80.000 Tiere wird die Population geschätzt. Vor 120 Jahren sollen es noch über 1 Million gewesen sein. Wir haben Glück, auf einer kleinen Insel entdecken wir einige Exemplare. Man mag es kaum glauben, die Insel Olchern und ihr kleiner Hauptort Chushir werden im Sommer von Hunderttausenden von Touristen überrannt. Die Zahl der Baikalsee-Besucher hat sich innerhalb eines Jahres auf über 700.000 verdoppelt. China will jetzt 11 Milliarden Dollar in die touristische Infrastruktur investieren. Hauptattraktion von Olchern ist der Schamanenstein, das Heiligtum der Burjaten. Die Burjaten sind die größte nationale Minderheit in Sibirien. Verwandt sind sie mit den Mongolen. Wir besuchen eine burjatische Familie, die ihren Hof zu einem Freilichtmuseum ausgebaut hat. Was sind jetzt burjatische Dörfer? Das ist schöne Alchonske Земле. Wir werden von einem burjatischen, von einer burjatischen Familie empfangen auf dem heiligen Erde des der Burjaten. Обряд очищения пройдем. Это трава, богородская трава. Надо вдохнуть на себя, 3 раза вдохнуть. Das ist ein Weihrauch für die Reinigung von allen. Гесыра родина степная. Творог. Quark. Из творога варится сыр, это все домашнее. Käse gemacht. Знаменитый Тарасун. Das ist unser bekannter Tarasun, unser burjatischer Schnaps. Моя бурятская земля. Безымянным пальцем, 4-м пальцем правой руки макнем и божествам солнце и небо. Da müssen wir Opfer da. Nichts verspritzen. Mond, die Sonne und Himmel. Wie viel Mal? Nichts verspritzen. Guck mal, das. Schade. Dreimal. Okay. Гесири бабы мужем тонто, мане буряды да мне. Langsam wird es Zeit, Abschied zu nehmen von Olchern und dem Baikalsee. Wir wollen weiter, in die Mongolei. Bis zur Grenze sind es noch 1100 Kilometer. Ein Katzensprung. Und so lassen wir auf der Fahrt dorthin noch einmal einige Stationen von Russland Revue passieren. Thank you.
Wie war es da unten am Strand? Supi. Also eine Reise wert, unbedingt empfehlenswert. 8000 Kilometer im Auto sitzen für den Strand kann ich jedem empfehlen.